wenn ihr irgendwie noch Spartipps habt, wo gibt es welche Bastelsachen günstig oder so, lasst es mich gerne wissen. Hallo ihr kreativen, ja, Freunde da draußen und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem ersten Shopping-Video. Da dies ja kein Beauty-Kanal ist, sondern ja sich alles um Kreativität und Basteleien, Malereien handelt, sind es natürlich alles solche Dinge, die ich irgendwann zum Basteln für Handarbeit oder gebrauchen kann. Und ich will euch einmal vorstellen, was ich da heute so erbeuten konnte. Zum einen habe ich mir eine ganz dicke Häkelnadel der Stärke 12 besorgt und zwar im Handarbeitsladen für 3,95 €. Ich kann euch die mal näher in die Kamera zeigen. So sieht das gute Stück aus. Ein ganz fetter Oschi. Wofür ich die genau brauche, möchte ich euch noch nicht verraten. Ich möchte ja, dass meine Videos noch so ein bisschen eine Überraschung bleiben. Und ihr werdet es dann schon sehen, wenn es soweit ist. So, dann kommen wir mal zu den teuren Sachen, die ich jetzt in einem Schreibwarenladen erstanden habe. Zum einen ein Aquarellblock und wenn man den halt im Schreibwarenhandel kauft, kann man ganz tief in die Geldbörse greifen. Ja, 10,50 € ohne Scheiß. Das sind 200 Gramm. Und ja, ich finde aber auf diesem Aquarellpapier diese Struktur, man kann irgendwie sehr, sehr schön mit Kohle malen und ich habe mir jetzt mal einen gekauft, sind 10 DIN A3 Blätter. Also muss ich echt, hoffe ich, dass ich mich da nicht großartig vermale oder so. Ja, dann habe ich noch zugegriffen, weil ich ja jetzt auch erstmal wieder mit der, früher immer ganz viel Handarbeit gemacht, so kreative Dinge. Hatte mich jetzt jahrelang aus beruflichen Gründen ja mit Lesen befasst, da ich jetzt einfach momentan überhaupt nicht mich zum Lesen aufraffen kann und wirklich das Kreative aus mir raus will. Deshalb habe ich mir jetzt einige Artikel einfach neu besorgt, wie auch diesen Kohlestift. So, jetzt weiß ich leider gar nicht, doch 1,60 € hat dieser Kohlestift gekostet, sieht jetzt so aus der Ferne ein bisschen aus wie ein Bleistift, habe ich jetzt auch noch nicht angespitzt, aber da denke ich, wird man schöne Skizzen malen können. Und für 11,99 € Pastellölkreide, Stiftung Warentest, sehr gut von Jackson. Ja, habe ich mir auch noch gekauft, das sind 24 Farben und werde ich sicher auch noch gut was mit anfangen können. So, dann. Das war so im Fachhandel und nun kommen wir zu einer Kette, McGuides. Eigentlich wollte ich nur Leinwände besorgen, aber ja, ihr hört eigentlich, ich habe letzten Endes in dem Laden dann 41,15 € gelassen, aber was soll's. Zum einen ist morgen Valentinstag. Ich wollte euch auch noch Videos drehen zum Valentinstag, aber es geht mir momentan mal den einen Tag besser, den anderen schlechter. Ich möchte mich mit den Videos einfach nicht unter Druck setzen lassen. So viel Zeit, wie ich brauche, brauche ich. Und die mich ja kennen oder auch bei Leserat.de verfolgt haben, haben auch gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst und das mache ich so. Und ich denke halt, irgendwelche Sachen, die vom Herzen kommen, an den Partner gerichtet sind, kann man ja auch zum Jahrestag schenken oder einfach mal zwischendrin. Deshalb muss es ja nicht unbedingt zum Valentinstag sein oder es nützt euch oder dem einen oder anderen sicher auch was, wenn die Liebesvideos in Anführungsstrichen oder Überraschung zum Valentinstag halt dann auch später kommen. So, zum einen hatte McGuides diese Foto-Liebes- oder Herz-Rahmen für 9,95 €. Da kann man auf jeden Fall jede Menge draus machen, finde ich. Gut, das brauche ich gar nicht so nah halten. Die hatten es in Rot und in Schwarz. Ich habe gedacht, einfach mal, ne? Das kann ich auch irgendwann mal zu einer Hochzeit oder so verschenken. Da vielleicht was Schönes draus machen. Also. So, dann habe ich ein Pinselset, 15-teilig. Also das wird nicht großartig was sein, weil dieses 15-teilige Pinselset hat 1,50 € gekostet. Aber ich dachte halt jetzt zum Anfang wieder, ne?
Dann, das ist ganz wichtig, also, oder ich finde es halt ganz cool, so als Unterlage, muss ich mal gucken, ich meine, ja, jetzt weiß ich es gerade nicht, ja, jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht. Ist es überhaupt hier drauf? Hat es vergessen? Hier. Und zwar ist das eigentlich eine Tischtuchrolle in Weiß. Die ist so breit, aber ich finde das ideal. Das kann man sich so auf den Tisch legen und dann praktisch als Unterlage nehmen. Vielleicht werde ich es auch für meine Kreativvideos als Hintergrundwand hier praktisch vor die Bücherwand dann immer hinhängen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, was ich draus mache. Auf jeden Fall habe ich es erstmal mitgenommen. 1,50 €. So, dann habe ich hier zwei Leinwände. 40 x 50 für 3,75 € jeweils. Vielleicht weiß der ein oder andere, weil ich habe momentan, ich weiß, ich arbeite nur mal in Hameln, jetzt bin ich aber ja, wochenlang wahrscheinlich erstmal nicht in Hameln. Und vielleicht weiß einer von euch, was diese Leinwände bei Wiki oder Nanunana kosten. Ich weiß, dass es die da auch regelmäßig gibt. Also wenn ihr irgendwie noch Spartipps habt, wo gibt es welche Bastelsachen günstig oder so, lasst es mich gerne wissen. Ich fange, wie gesagt, erst wieder an mit meiner ganzen Kreativität und ja, bin für jeden Hinweis auf jeden Fall dankbar. So, dann haben wir hier noch kleinere Rahmen. So, der kleinste hier, 1,50 €. Da weiß ich auch schon, habe ich, glaube ich, schon was vor oder ich mache es auf Aquarellpapier, ich weiß es noch nicht. Und für 2,75 €, 30 x 40. So, dann haben wir als nächstes Acrylfarbe, 12 Tuben für 2,50 €, kannst du auch nicht meckern. So, und dann habe ich, ist ja Valentinstag, aber ich habe es halt mitgenommen, so auch entweder mal so als kleine Liebesgeste oder so, erstmal einfach mitgenommen. Das ist einmal hier eine Rose, ich finde das ganz witzig, als Kerze, so eine weiße. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und hier nochmal, das ist irgendwie so als Baderose, habe ich sonst vorher auch noch nie gesehen. Und die Dinger haben, glaube ich, je... Ach, jetzt finde ich es wieder nicht. Ja, 95 Cent haben die gekostet. So, dann haben wir hier noch Wachsmalstifte. Die habe ich bekommen. Das ist ein 10er-Pack für 1,10 €. Kannst du auch nicht meckern. Hier, da will ich, das nehme ich vielleicht, also sind einfach hier so Küchenbürsten, auch für 1 € oder so. Da will ich auf den Leinwänden vielleicht so als Hintergrundstruktur. Also so direkt im Kopf habe ich jetzt noch nichts, aber kann ich mir vorstellen, dass ich da eine schöne Idee habe. Ja, dann gibt es anlässlich des Valentinstags für morgen, habe ich hier noch so ein paar 6 Herzchenluftballons sind das. In diesem Beutel. Die gab es auch relativ günstig, ich glaube auch für 1 € oder so. Ja, 1 €. So. Dann haben wir noch einen, einfach hier so ein Farb, ach, sag mal schnell, ein Wasserbecher, Entschuldigung, war ein langer Tag heute. Und eine Farbpalette, auch alles für ein paar Cent. So. Und dann, Leute, das ist total interessant, das habe ich so vorher, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Es sind quasi wie, es sind 3 Magnete. Gucke ich mal eben, was das kostet. Schön, wenn es mal wieder schnell gehen soll. Hier. Ach, 1 € kostet das. Ich zeige euch das mal eben.
Und zwar sind das so drei Magnete. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht hier oben auf dem Bild erkennen kann. Das kann man dann hier so an den Kühlschrank machen. So, und hier unten sieht man vielleicht, wie es gemacht wird. Da ist nämlich praktisch wie so eine Klarsichthülle. Kannst ja auch mal auspacken. Ich habe natürlich jetzt gerade kein... Doch, ich habe eine Postkarte. Habe ich jetzt mal eben... Die passt... Ach nee, die passt nicht rein. Ich zeige euch nur, dass ihr das Prinzip mal seht, ne? So, und zwar das Foto einfach hier so reinstecken, ne? Und dann kann man das nämlich praktisch hier mit dem Teil an Kühlschrank dran pappen. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwas Witziges draus machen. Dann schöne Botschaften am Kühlschrank. Und Leute, für 1 Euro, ne, kannst du nicht sagen. So, was haben wir noch? Ja, ich habe hier noch, ja, da werdet ihr euch sicher sehr wundern, aber da verrate ich euch nicht, warum, wieso, weshalb. Das sind jetzt Müllsäcke für je 1 Euro in ganz verschiedenen Farben. Also eher so pastellmäßig gehalten, grün, blau, rosa, so ein leichter Gelbton, lila. Ne? Was ich damit vorhabe, sage ich euch nicht, je 1 Euro. Dann müsst ihr euch noch auf die nächsten, oder... auf dem nächsten Bad. Und dann, das wollte ich ja schon immer mal für meinen Freund machen, wenn wir dann irgendwann nach Köln fahren oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nehme oder halt, ob wir das vielleicht symbolisch erstmal woanders dran hängen. Das hat jedenfalls 1,50 Euro, glaube ich, gekostet. Dieses Liebesschloss kennt ihr sicher in Köln auf der Brücke, wo man halt diese Liebesschlösser da anbinden kann. Das ist zum Beispiel auch ein ganz tolles Geschenk zum Valentinstag, wenn ihr das eine schöne ja, Kartonage packt oder irgendwie noch schön drumherum was bastelt, einen Luftballon dran bindet mit einer schönen Message. Also ich finde das eine schöne, herzliche Geste, was Persönliches. Und dann habe ich hier noch so eine Tube mit Acrylfarbe, in Rot genommen. Da wollte ich auch nochmal auf eine Leinwand oder praktisch auf Aquarellpapier halt so als Hintergrund das nochmal nehmen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. So, das habe ich alles erbeutet. Ich hoffe, mein erstes Shopping-Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo ich dann sicher irgendwas Kreatives bastle. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der Kanal so bei euch ankommt. Bis bald, eure Bastelratte Ivi. Ciao!